Ja, hallo Gemeinde. Heute nochmal ein Spachtelvideo. Ich weiß, wir hatten schon ein paar, aber es scheinen immer noch sehr, sehr viele Fragen zu geben über den Anschluss von Rigips zu Rigips in den Ecken, genauso an der Decke. Immer noch über den Fugenstreifen, also es scheint wirklich noch Anlass zu geben, nochmal ein Video zu machen. Ich zeige euch heute einmal die Unterschiede der Bänder. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel das Kurtband, ich muss einen Namen sagen, ist von Knauf. Das ist perforiert, beziehungsweise es hat einen vorgegebenen Knick in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man den sieht. So. Und das Band wird einfach, ich reiß mal ein Stück ab, das Band wird einfach in der Mitte geknickt. Das hat einen vorgegebenen Knick. Man macht es, knickt es dann einfach in der Mitte einmal durch und hat das dann hier für die Ecke genau passend. Das zeige ich euch gleich, wie man das einspachtelt. Das ist halt zur Rissüberbrückung bzw. Anschlüsse. Und man kann es halt mit Acryl ausspritzen. Viele möchten es gerne verspachtelt haben, eine steife Ausbildung. Und da hält dieses Band wirklich super. Also überwiegend für Decken und für Wände. An Putz zum Beispiel geht auch. So, dann haben wir das ganz normale Gaseband. Das kommt halt, wie ihr wisst, wie ich auch schon in dem Video gezeigt habe, einfach in die Fugen rein. Kann man so einspachteln. Das brauche ich euch nicht mehr zu zeigen. Das wisst ihr noch oder habe ich in dem Video schon gezeigt, wie es verarbeitet wird. Und dann haben wir noch ein ganz tolles Band. Das ist ein Gitex-Band. Ein Gitex-Band, ich tue es mal aus der Nahaufnahme, ist halt ein Gitex. Das ist auf einer Seite klebend. Das heißt, man kann es einfach, ich habe euch gezeigt mit dem Gazeband, dass ihr das beim zweiten Mal Spachteln einlegen sollt. Dieses Gitex-Band könnt ihr sofort einlegen. Also stellt euch mal vor, hier wäre jetzt kein Spachtel drin, weil da sind Löcher drin, da drückt sich nichts mehr raus. Das könnt ihr einfach so auf die Fuge kleben, einmal andrücken und könnt es einfach, meine Hand im Weg, und könnt es einfach zuspachteln. Das zeige ich euch gleich auch noch. Ich mache das hier aber an einer vorgespachtelten Fuge, ist jetzt nicht so tragisch. Aber der Nachteil bei diesem Gitex-Band ist, dass es doch relativ dicker ist als wie das Gazeband und dementsprechend würde ich es jetzt nicht an den Querfugen nehmen, das heißt an den Stößen von Rigips zu Rigips, wo nur die abgeschreckte Kante ist, sondern dieses Gazeband wirklich nur an der Variokante, weil die ist ja nach innen laufend und dann könnt ihr das super einspachteln. Ja, ich würde sagen, ich fange gleich mal an und leg schon mal das Kurtband in die Ecke, wie man das macht, wie man das vorbereitet und wie ihr dann eine steife Ausbildung damit kriegt in den Ecken. Gut. Ja, das Kurtband habe ich mir jetzt auf Länge von der Decke bis zum Boden einmal abgeschnitten und dann schon vorgeknickt. Das Problem ist jetzt mal wieder mit der Kamera. Ich versuche es natürlich irgendwie alles festzuhalten. Ja, ihr seht auch in anderen Videos, dass viele das mit dem Spachtel machen. Ich mache es aber mal wieder mit meinem Glätter. Und also für mich klappt das super. Ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Weil es ist auch egal, ob ich jetzt breiter ausziehe mit dem Glätter oder ob ich mit einem Spachtel genau die Breite des Bandes abziehe, weil ihr müsst es sowieso spachteln. Ob jetzt was weiter rausgezogen ist oder nicht, ist völlig egal. Ich zeige euch einfach mal, wie ich es mache. Ich nehme halt hier auf dem Glätter immer so ein bisschen, fange dann oben an. Und ihr seht auch, das geht also auch super schnell. So, und wenn ich das habe, gehe ich ganz vorsichtig, ohne viel Druck, einmal mit dem Glätter komplett drüber. Also einmal leicht drüber. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. Schön bis in die Ecke rein, weil das ist wichtig, dass ihr bis in die Ecke den Spachtel reinführt. Ich
Ich hoffe, man sieht es auch. So, und jetzt wieder ganz vorsichtig drüber kratzen, dass auf jeden Fall noch genug Spachtel drauf ist, dass ich das Kordband mit dem Spachtel verbinden kann. So, jetzt gehe ich einmal schnell runter, einmal Kamera umstellen, auch wieder drauf, schön bis in die Ecke, immer nur ein bisschen Wulst auf den Blätter machen. So, ziehe dann wieder einmal mit wenig Druck hoch, damit noch Spachtel auf der Fläche drauf ist. Hier genauso auf der anderen Seite. Bis in die Ecke rein, dass da nicht viel stehen bleibt. So, ihr seht, jetzt ist in der Ecke drin einmal komplett bis oben hin der Spachtel. So, jetzt lege ich das Band ein. Kamera wackelt. Wie gesagt, vorher auf Länge geschnitten. Jetzt lege ich das Band ein, genau in die Ecke rein. Gehe dann mit der Hand und den Fingern runter. Dann fühlt man schon, ob es in der Ecke drin ist. Unten schneide ich es ab. Ihr seht es nicht, sorry. So. So, und ihr seht, ich habe keine dreckigen Finger, obwohl ich es jetzt mit der Hand reingedrückt habe. So, jetzt nehme ich wieder meine Blätter und drücke es erstmal fest. Ich fange oben an. Vorsichtig, ohne viel Druck, nicht, dass ihr das Papier kaputt macht. In die Ecke rein. Einmal festdrücken, praktisch einbetten. Schön mit dem Blätter bis in die Ecke rein oder mit dem Spachtel. Ihr könnt es auch mit dem Spachtel machen. Ich habe ja auch mal einen Spachtel vorbereitet. Mit dem Spachtel in die Ecke, aber nicht die Pappe von dem Kordband kaputt machen. So, und dann könnt ihr ganz einfach jetzt wieder Spachtel aufnehmen. Wieder auf den Blätter drauf. Wieder so verteilen und dann einmal abziehen. Und dann habt ihr direkt das Band komplett eingebettet und es ist weg. Schön bis in die Ecke. Eingebettet in den Spachtel. Ich nehme den Uniflott-Spachtel dafür, weil es soll oder muss schon ein guter Spachtel sein. Und ich finde, Uniflott ist dafür absolut das Beste. Jeder ist da anderer Meinung. Nein, ich nehme den Spachtel oder den. So, ich schwenke die Kamera jetzt nochmal runter. So. Schön drauf. Das kann ruhig dick sein, das ist egal. Das muss nicht dünn sein. Schön dick drauf. Ihr braucht da nicht zu sparen. Ihr seht, also ich kann jetzt hier auch einmal so machen. Ne? Ihr seht, da ist jetzt richtig viel drauf. Einfach mit den Blättern dann drüber. Und von unten nach oben. Oder von oben nach unten, das ist absolut egal. Andere Seite ziehe ich jetzt auch runter. Ziehe einmal lang. Schön alle Überstände wegkratzen.
So, jetzt zeige ich euch noch mal aus der Nahaufnahme, wie das aussieht. Guckt mal. Ne? Also der Spachtel ist jetzt bündig mit dem Band. Ah, da ist noch eine kleine Ecke, aber ist okay. Da auch. Aber es wird sowieso zweimal gespachtelt. Das heißt, wenn das erste Mal jetzt trocken ist, dann könnt ihr eigentlich ganz normal mit einem Schleifbrett einmal darüber nach dem ersten Mal spachteln und schleift einmal an und spachtelt dann komplett nochmal nach. Und dann seid ihr fertig. Beziehungsweise danach wird dann nochmal angeschliffen, wenn ihr streichen wollt oder so. Und so habt ihr eine feste Verbindung in den Ecken. Das ist wie gesagt das Kurtband. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu dem Gittex-Band, wie es eingebaut wird oder eingespachtelt wird. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier schon einmal vorgespachtelt, war eigentlich nicht geplant, dass ich es benutze, weil hier kommt sowieso Vlies drauf, dann brauchen wir kein Band. Aber vorsichtshalber kann man in Gazestreifen mit einspachteln, aber wie gesagt, braucht man dann nicht. Nach dem dritten Mal spachteln ist das glatt für Vlies und dann kann man einfach drüber tapezieren. Aber ich wollte euch halt zeigen mit dem Gittex-Band, wie man das verwendet. Also das ist auf einer Seite selbstklebend. Normalerweise kann man es drauf machen, wenn nicht vorgespachtelt ist. Hier ist jetzt vorgespachtelt. Also das hält wunderbar auf der Pappe und durch diese Löcher drückt sich auch der Spachtel super dadurch. Also nicht wie bei dem Gazeband, wo ich dann gesagt habe, setzt es beim zweiten Mal ein. Wie gesagt, das kann man beim ersten Mal. Wir machen jetzt hier mal die Probe einfach drauf. Das hält auf der Pappe noch besser als hier auf dem vorgespachtelten. Ich schneide das mit dem Messer, mit einem Cuttermesser dann durch. Ihr seht, das klebt jetzt hier drauf. Wie gesagt, auf der Pappe klebt das noch besser. Ich gehe mal mit der Kamera dran, damit ihr das seht. Das klebt also wirklich gut. Da ist das jetzt drauf. Stellt euch vor, es wäre jetzt kein Spachtel drauf, weil ich habe keine Fläche mehr, wo ich nicht gespachtelt habe. Wie gesagt, hier ist nur vorgespachtelt. Und dann könnt ihr ganz normal mit dem Spachtel mal wieder drüber. Zu unserem Kurtband. Und das war's schon. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das eingespachtelt habe. Danach zweite Mal drüber spachteln müsst ihr. Und dann könnt ihr das schleifen und dann auch, wie gesagt, tapezieren oder sonstiges. Nochmal zu dem Kurtband. Das Kurtband auch zweimal einspachteln, das reicht dann dicke, dann ist das richtig schön glatt und schön eingespachtelt. Und das gleiche gilt natürlich auch, genau das gleiche Prinzip ist auch an der Decke. Wenn ihr eine Rigipsdecke habt und ein Ständerwerk und die Fuge könnt ihr auch genauso mit dem Kurt spachteln. Da gibt es keinen Unterschied, wird genauso gemacht. Entschuldigung. Wie gesagt, der eine nimmt den Spachtel dafür, der andere den Glätter. Also ich muss ehrlich sagen, mit dem Glätter klappt ganz klasse. Für mich persönlich ist es einfacher, als da mit einem Spachtel rum zu jonglieren, wo dann ständig der Spachtel runterfällt. Und müsst ihr ausprobieren. Das, was euch am besten liegt, macht ihr. Dann klappt es auch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Wenn Fragen sind, könnt ihr unter den oder beim Kommentar die Frage stellen. Ich versuche sie dann schnellstmöglich zu beantworten. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr Daumen nach oben und vielleicht ein Abo hinterlasst. Und vergesst bitte nicht, ich habe noch einen Handwerkerkanal eröffnet und da zeige ich euch alles, was mit Handwerk zu tun hat.
Und da sind bestimmt auch brauchbare Sachen. Die Verlinkung ist auch unter dem Video. So, jetzt bin ich aber auch ruhig. Jetzt fangt mal an zu arbeiten und ich hoffe, es klappt alles. Danke und bis demnächst. Tschüss.